Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René von teachdich.de. Heute geht es um das Thema Udemy. Wie kannst du dein Video ganz weit oben auf der Plattform udemy.com ranken? Am besten natürlich Platz 1 ranken. Warum willst du das? Ganz klar, wenn das Video ganz oben rankt auf Platz 1, dann wird es natürlich wesentlich öfter gekauft als ein Video, was auf Platz 2, 3, 4 oder auf der zweiten Seite rankt. Das ist genau wie bei Google und anderen Suchmaschinen. Ich zeige dir heute Strategien, wie dein Video ganz oben ranken kann. Falls du mich noch nicht kennst und meine anderen Videos zu Udemy noch nicht gesehen hast, ich habe vor einiger Zeit begonnen, vor ziemlich genau 3 Monaten mein erstes Udemy-Video aufzunehmen, beziehungsweise mein Online-Videokurs aufzunehmen und auf Udemy hochzuladen. So muss man es ja eigentlich sagen, weil ich könnte diesen Online-Videokurs ja auch auf anderen Plattformen verkaufen. Also, mein erster Online-Videokurs, den habe ich aufgenommen vor 12 Wochen. Später, 2, 3 Wochen später, meinen zweiten Kurs und den dritten Kurs, jetzt ganz aktuell, vor 2 Wochen. Zu welchen Themen habe ich sie aufgenommen? Einmal zum Amazon Kindle E-Book erstellen, dann zu Amazon Affiliate Marketing, wie das funktioniert. Und mein letzter Kurs ist zu dem Thema Udemy bzw. Online-Kurse erstellen und auf Udemy oder andere Plattformen uploaden und damit Geld verdienen, damit sich ein monatliches passives Einkommen zu erwirtschaften. Das nur so viel dazu. Also, hier im Hintergrund siehst du schon mal meinen ersten Kurs, den ich erstellt habe. Ich habe hier oben schon mal den Suchbegriff eingegeben auf udemy.com, Amazon Kindle, und du siehst, dass ich ganz weit oben auf Platz 1 ranke. Ist mittlerweile auch ein Bestseller, okay. Aber selbst als mein Kurs noch relativ neu war, als er eine Woche alt war, hat er schon gerankt auf Platz 3 oder 4, 5, so im Dreh und ist natürlich später immer weiter nach oben gerutscht, ist ja ganz klar. Denn ein Ranking-Faktor sind die Bewertungen. Ich habe mittlerweile 9 Bewertungen, Durchschnitt 4,3. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und dementsprechend lande ich auch recht weit oben in der Suche. Aber das ist nicht der einzige Ranking-Faktor. Worauf es noch ankommt, erkläre ich dir im weiteren Verlauf. Wir schauen uns erstmal meinen anderen Kurs an, Amazon Affiliate Marketing. Wenn ich einfach mal Amazon Affiliate hier eingebe, dann siehst du, dass mein zweiter Kurs, den ich erstellt habe, der jetzt ungefähr 10 Wochen alt ist, auch auf Platz 1 rankt. Also hier oben Amazon Affiliate Marketing, nebenbei online Geld verdienen, obwohl er erst 2 Bewertungen hat und Durchschnitt 4,1. Also auch ein Kurs mit 2 Bewertungen kann hier ganz oben ranken. Ich bin auf Platz 1, obwohl es 1732 Treffer gibt. Also das ist doch durchaus schon sehr annehmbar. Und auch hier ganz andere Kurse noch dabei sind, die 440 Bewertungen haben oder 36 Bewertungen. Also wesentlich mehr Bewertungen. Trotz allem lande ich hier ganz oben mit 2 Bewertungen auf Platz 1. Wenn du das auch machen möchtest, dann musst du dich an folgende Dinge halten. Du siehst ja, ich habe das Keyword Amazon Affiliate hier oben eingegeben. Dieses Keyword steht auch in meiner Beschreibung, in der Beschreibung meines Videokurses drin. Also hier oben steht es einmal, Amazon Affiliate Marketing. Und du findest es auch in der zweiten Zeile der Beschreibung. Du hast 2 Möglichkeiten, einmal den Titel und dann den Untertitel, kann man sagen. Da solltest du deine wichtigsten Keywords auch reinschreiben. Du musst natürlich im Vorfeld dir überlegen, welche Keywords das sein können oder welche Keywords das sind, welche die relevantesten sind. Das machst du ganz einfach, indem du in die Suchleiste hier oben eingibst Amazon, Leerzeichen und schaust dir das Autovervollständigen an. Was wird hier angezeigt? Und da siehst du, außer FBA Web Services wird Affiliate Marketing schon auf Platz 4 angezeigt, also recht weit oben. Und wenn du weitergehst, machst AFF für Affiliate Marketing, dann schaust du weiter Affiliate Marketing, Affiliate Website, Affiliate Store, Affiliate Marketing, Amazon. Das sind alles relevante Keywords, die du irgendwie in deine Beschreibung einbauen musst oder einbauen solltest, um weit oben zu ranken. Du siehst es ja hier, auf Platz 2, derjenige hat auch Affiliate, aber hat das Wort Amazon nicht in dem Titel beispielsweise drin, hat nur Affiliate Marketing Business. Und wenn du beides, also sowohl in den Titel als auch in den Untertitel reinpackst, dann rankst du recht weit oben, weil der Udemy-Algorithmus noch, also nicht so aufgebaut ist wie
der Google oder der Algorithmus für YouTube, sondern es ist ein ganz anderer Algorithmus, der ein bisschen simpler zu sein scheint. Also man kann mit einfachen Mitteln recht weit oben ranken. Mein dritter Kurs zur Online-Kurserstellung oder Udemy-Kurs, und da siehst du schon, wenn ich Udemy-Kurs eingebe, ist der erste Vorschlag Udemy-Kurs erstellen. Also scheint das ein sehr relevantes Keyword zu sein. Klicken wir drauf. Und voilà, ich bin auf Platz 2 der Kurs, also hier auf Platz 2 dieser Kurs. Der ist circa 2 bis 3 Wochen alt, noch relativ frisch, hat gerade mal eine einzige Bewertung. Und da bin ich mit dem Ranking auf Platz 2 auch sehr zufrieden, weil ich eben die Punkte befolgt habe. Also ich habe hier das Wort Kurs erstellen und das Wort Udemy in der Titelzeile. Das muss nicht aufeinander folgen, ist natürlich noch besser. Aber wenn es einfach in der Zeile drin steht und einen logischen Sinn ergibt, es sollte immer einen logischen Sinn ergeben und keinen Blödsinn drin stehen. Nur damit man Search Engine Optimization optimal betrieben hat. Also derjenige sollte das schon verstehen, wenn du das da reinschreibst. Und ich habe im Untertitel auch wieder Kurs erstellen und das Wort Udemy reingepackt. Das hat derjenige nicht gemacht auf Platz 1. Und ja, er rankt jetzt trotzdem auf Platz 1, weil er 98 Bewertungen hat, weil der Kurs schon sehr lange online ist und wahrscheinlich auch viele, viele Teilnehmer hat. Mein Kurs hat jetzt ca. 150 Teilnehmer oder 160 Teilnehmer. Der wird wahrscheinlich mehr Teilnehmer haben, gehe ich ganz stark von aus. Aber schauen wir mal ins Backend. Also ich habe mich auch schon eingeloggt als Dozent hier in meinen Kurs. Ich gehe nochmal zurück zu den Kursen. Hier haben wir eine schöne Kursübersicht. Wenn du meine anderen Videos kennst, dann hast du die Kursübersicht auch schon gesehen. Ich mache auch regelmäßig Einnahmen-Updates, um dir zu zeigen, ob Udemy vielleicht auch was für dich ist oder ob die Online-Kurserstellung auch was für dich sein könnte. Genau, also hier meine 3 Kurse, die ich aktuell habe. Der unterste ist der älteste, der mittlere ein bisschen jünger und der oberste ist der ganz, ganz frische Kurs. Ja, also wie stellst du jetzt diese Titel und Subtitle? Wie stellst du das Ganze ein? Du gehst einfach hier drauf, auf Kurs bearbeiten, Kurs verwalten. Dann öffnet sich die nächste Seite. Dann kannst du deine Zielgruppe definieren. Solltest auch hier deine Keywords irgendwie unterbringen. Aber ganz wichtig, der Kurs-Landingpage. Das ist das Allerwichtigste, dass du auf der Kurs-Landingpage, das ist die Seite, die man in der Suchanzeige dann sieht, die ich dir eben gezeigt habe, dass du dort deine Titel, deine Keywords unterbringst. Hier drin, Online-Kurs erstellen. Also hier oben einmal in den Kurstitel, in den Kursuntertitel, wie wir es eben auch gesehen haben. Und optimalerweise dann auch in die Kursbeschreibung. Nochmal in die Kursbeschreibung. Also Online-Kurs erstellen habe ich hier nochmal drin. Und du solltest da auch wirklich was reinschreiben und die Felder nicht freilassen. Gerade hier die Kursbeschreibung ist auch sehr wichtig. Und ein Faktor fürs Ranking, aber auch für die Conversion, dass die Teilnehmer oder die Kunden deinen Kurs auch gut finden oder deinen Kurs auch kaufen möchten. Falls du dich für die Themen generell interessierst, Kurs erstellen oder Affiliate Marketing oder Amazon Kindle E-Books erstellen, dann lasse ich dir 3 Links unten oder in der Videobeschreibung. Da musst du den Kurs nicht für 99 Euro oder für 149 kaufen, sondern hier über Udemy, nein, hier über YouTube. Vergebe ich meine Coupons für 9,99. Das sind immer so ca. 100 Stück, also solltest du schnell zugreifen. Für die 3 Kurse jeweils Verlinkungen, schau rein und ich würde mich freuen, dich als meinen Udemy-Schüler begrüßen zu dürfen. Ansonsten schreib mir einfach in die Kommentare, zu welchen Themen du noch Videos gerne haben möchtest oder ob dir das Video gefallen hat oder ob du das nicht so gut fandest. Aber dann schreib mir auch rein, was du nicht so gut fandest und was ich verbessern soll. Okay, ansonsten war es das erstmal hier zu diesem Thema. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.